Wir sind gleich pleite. Ich sag's euch. Das wird nichts. Das wird echt nichts. Weil die Preise sind auch so schalalalalala. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bergbau Industrie, die Wirtschaftssimulation hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. So, nachdem wir ein Szenario beendet haben, starten wir mal ein neues. Wir haben das Szenario Kies beendet, um genau zu sein. Starten wir mal Kies 2. Schaffen Sie sich einen gesunden Vorrat an. So, ich denke, ich werde den mal chronologisch einfach so weit wie nur geht durchgehen. So. Hallo, komm, lad mal. Ja, können wir uns mal hier schöne Sachen angucken, weil von denen sehen wir ja im Spiel selber gar nicht so viel. So, Szenario, wer hat, der hat. Ja, das ist wohl wahr. So, um immer auf Marktanforderungen reagieren zu können, ist ein entsprechendes Lagervolumen äußerst wichtig. Ihr Ziel ist es, eine entsprechend große Menge Kies zu lagern und somit jederzeit auf Bestellungen und Verträge reagieren zu können. Sie haben dafür 3 Jahre Zeit. So, das Kieslager füllen, offen, blablabla, erreichen Sie einen Lagerstand von 250 Tonnen Kies. Sie haben dafür 3 Jahre. Och, wunderbar. So, ich sehe schon, es hapert an der Wartung und an der Sicherheit geht sogar noch. Aber Wartung, da müssen wir echt was investieren. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Kontostand, oh, das sieht nicht gut aus. So, gucken wir uns erstmal gerade den Markt an. Der dümpelt da unten vor sich hin. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wie wir an Geld kommen. Keine aktiven Aufträge, da müssen wir einen uns an Land schaffen. Boah, der Preis ist echt gerade ziemlich mies. Nehmen wir mal den von der Greif AG. 120 Tage. Unterzeichnen wir mal. So, schön. Und wechsel mal wieder zur Feier des Tages in die Kameraperspektive. Ich sehe gerade, wir haben unser Unternehmen hier scheinbar noch gar nicht benannt. Moment. Oh, jetzt habe ich gerade eine Anzeige, eine Sache hier, eine Zeitungsanzeige weggeklickt. So, Zengis GmbH. Ups, GmbH, so. Oh, was ist das denn für ein Symbol? Das ist ein Radieschen. Das ist ein Radieschen. Ich sag's euch. Aber sieht doch schön aus. Ich finde, das kann man mal machen. Nein, ich finde es eigentlich pottenhässlich, aber egal. Ja, so, das akzeptieren wir einfach mal. Das sieht zwar total komisch aus. Ich weiß nicht, wer sich so ein Logo einfallen lässt, aber... Naja. So, jetzt gucken wir kurz in den Fahrzeugstand, beziehungsweise ist das der Fahrzeug? Das ist der Bestand, so. Ja, die sind alle in Ordnung eigentlich. Aber wir müssen unbedingt in die Wartung investieren. So, sonst wird das hier nichts. Fangen wir mal ganz einfach mit einer Tankstelle an. Ja. Ja. Bitte. Ich bitte drum. Bitte bauen. So, wir sind bald im Minus. Was ist denn da los? Wieso haben wir keine Einnahmen? Wir haben einfach keine Einnahmen. Das ist deprimierend. Wieso haben wir keine verdammten Einnahmen? Wir laufen hier gerade auf Grundeis. Okay. Ich würde mal sagen, wir müssen mal hier die Notbremse ziehen und ein bisschen verkaufen, dass wir wieder Geld haben. Jetzt haben wir auch Einnahmen. Okay, achso, nee. Sind jetzt die Einnahmen nur davon? Eieieiei. Wir machen keinen Gewinn. Es sieht zurzeit noch nicht gut aus. So, jetzt warten wir erstmal, bis unsere Tanke hier ist. Und wechseln zur Feier des Tages mal wieder die Kameraperspektive. Meine Güte, echt. Ja, da muss man wirklich sagen, da hätten die sich auch was Besseres einfallen lassen können.
So, Wartung ist schon mal etwas besser. Und jetzt, müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir irgendwelche Sachen kaufen, die dafür sorgen, dass wir ein bombastisches Lager bekommen. Bla bla bla, Lager, Lager, Personal, Sicherheit, was macht man denn dann? Abbau. Der Abbau muss ja gefördert werden. Ah, das kostet aber alles bombastisch viel, ne? Wir haben eigentlich gar kein Geld. Also gucken wir kurz, wie hier... Oh, verkaufen, verkaufen, sofort verkaufen. Dann können wir uns nämlich hier was Neues kaufen. Und wechseln mal wieder die Kameraperspektive. Wow, hey, Spannung. Oh mein Gott. Abbau und ein Radlader holen wir uns mal zur... Obwohl, guck mal kurz, ob hier nicht noch ein Gebrauchter ist. Hallo, ich möchte zurück in die Liste. So. 66, 67, Kettenbagger. Ah. Der ist natürlich schon geil wahrscheinlich. Hm. Ich denke mal, letztlich reicht es dann doch nur für so einen kleinen, oder? Wobei, der haut schon einiges mehr weg. Da muss man den vielleicht irgendwann reparieren, aber... Nee, der kostet viel zu viel. Was bilde ich mir denn da ein? Wir können nur den kleinen nehmen. Den kaufen wir jetzt auch. Ja, ich weiß, dass er in 58 Tagen zur Verfügung steht. So, und jetzt gucken wir kurz, wie die Marktpreise zurzeit sind. Jawohl, verkaufen. Ideal. Aber das Problem ist ja, wir müssen ja jetzt hier... Kies ins Lager bekommen und Schotter in die Tasche, ne? Hahaha. Meine Güte. So, komm. Jetzt hätte ich gerne irgendwie so eine Wahrsagerin, die vor mir sitzt, mit einer großen, schönen Kugel in der Hand und mir sagt, alles wird gut. Namaste. Oder ich weiß nicht, was so eine Wahrsagerin dann letztlich sagt. Aber gut, so, eine Blablabla, Liefervertrag, ist mir egal, ich möchte ja Kies gewinnen und nicht Kies verlieren. Also eigentlich muss ich nur gucken, dass mein Kontostand einigermaßen im Positiven bleibt. Sommerloch im All gefunden, gar nicht so schwarz. Ha! Ja, wenn Zeitung nichts mehr einfällt. Hm. Bilanzfälschung aufgedeckt, neue Kraft. Wild World Wide. Wahrscheinlich so ein Klatschding. 4,5 Credits. Ist das teuer? Ist das billig? Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie der Credit zurzeit aussieht. Insider News, Business News, Celebrities. Sommerloch im All. Was für ein Schwachsinn, Leute. Aber irgendwie auch lustig, naja. Ich würde mal sagen, verkaufen wir einfach mal 2000. Unser SDA 144 war in einen ernsten Unfall verwickelt und fällt deshalb für 9 Tage aus. Das ist natürlich nicht gut. Zenges GmbH und Behörden. Faires Miteinander. Jawohl. Ja, ich bin ja auch ein sehr netter Mensch, was das angeht, ne? So. Guck mal, was wir für die Wartung gleich noch tun können. Hoffen mal, der Abbau wird jetzt hier bombastisch steigen. Guck mal ganz kurz hier. Produktionsübersicht. So. Transport, ja. Veredelung. Ah, wir müssen in Veredelung investieren. Sonst wird das hier nichts. Okay, also Veredelung. Guck mal, was wir da machen. So, da war was Gebrauchtes, würde ich mal sagen, weil das ist teuer. Das ist verdammt nochmal teuer. Wie soll ich denn daran kommen? Ja, da müssen wir mal Verträge unterzeichnen, würde ich sagen, oder? Ich sollte mich da... Ne, die Preise sind zurzeit wieder im Keller. Eieieiei. Okay, dann unterzeichnen wir mal Thaler und Söhne den Vertrag. Quasi auf gut Glück. Weil wir brauchen einfach mehr Geld. Und wenn die Preise weiterhin so im Keller sind, dann kann ich auch nichts verkaufen und mal eben wieder Cash in der Tasche haben.
Das Zeichen sieht so hässlich aus. Oh mein Gott, warum habe ich das getan? Komm schon, Mann. Ah, aua. So. Huch, das wollte ich nicht. So. Ja. Es sieht zurzeit echt nicht gut aus, muss man wirklich sagen. Ja, langsam wird es wieder besser, aber wir sollen ja mehr Kies reinkriegen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinkriegen soll. Oh nein, die Preise fallen ja hier fast ins Minus. Oh nein, Wartung sieht auch wieder blöd aus. Sicherheit müssen wir auch mal investieren. Sonst haben wir wieder Ausfälle. So, Sicherheit. Was haben wir denn hier Schönes? Was bist du denn für ein Wagen? Ein Lux! Es ist ein Lux! Tägliche Kosten, meine Güte. Aber wir müssen echt mal in Sicherheit investieren. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach mein ganzes Geld hier rausschmeißen. So. Behördenmeinung geht langsam in den Keller. Warum auch immer. Meine Güte, irgendwas muss ich doch jetzt tun. Das ist ja das Blöde. Bei diesem Spiel kann man manchmal einfach nichts tun, habe ich das Gefühl. Ich wüsste jetzt nicht was, außer abwarten, dass die Preise wieder steigen, aber das tun sie nicht. So. Argentinien hebt ab. Erste Rechnung seit 20 Jahren. Okay, schön. Die Preise steigen. Nee, doch nicht. Die Preise steigen jetzt echt. Da. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm in die Pötte. Nee, fallen wieder. Okay. Aber langsam kriechen sie hoch. Ja. Jawohl, gleich verkaufen. Ich bereite mich schon mal vor. Aber es kommt jetzt schon wieder rein. Zengis GmbH wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. So ein Mist. Wurde erfolgreich erfüllt. Jetzt falsch verkauft. Blablabla, Zengis GmbH sichert sich ab. Liefervertrag erfüllt. So, dann können wir mal 9 annehmen. Wir sind gleich pleite. Ich sag's euch. Das wird nichts. Das wird echt nichts. Weil die Preise sind auch so schalalalalala. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach so ein fettes Ding kaufen. Kann ich nicht irgendwie eine Bank fragen? So von wegen, ey Papa Bank, kannst du mir Geld leihen? Dann hole ich kurz alles, was ich brauche. Dann habe ich richtig viel Keys und dann hau ich wieder ab. Verdammte Kacke. Nee. Dum. Yeah, in der Kiesgrube. Lalalala. Schönes Fahrzeug. Komm her, Baby. Schönes Fahrzeug. Ah, was soll ich denn jetzt machen? Guck mal hier, das Geld. Oh nee, das geht weg. Oh nee. Oh nee, wir haben keinen Gewinn mehr. Oh nee, komm, halt an. Oh Gott. Wir haben wieder Gewinn. Ja, die Preise lümmeln da unten irgendwo unterm Stuhl rum. So eine dreckige Kacke, muss man mal so sagen. So. Mein Logo. Es ist hässlich. Es ist echt hässlich. So, Bilanz, bla bla bla. 250 Tonnen. Seid ihr des Wahnsinns? Ich krieg hier gar kein Geld mehr rein. Oh nein. 9000, hör mal. Das ist ja nichts eigentlich. Mein Gott. Lalalalalala. So, 8000, 10.000. Oh, Gewinn. Gewinn, liebe Freunde, Gewinn. Langsam geht's bergauf. Ja. Die Musik könnte auch von einer Dauerwerbesendung sein, echt. So, was haben wir denn hier gerade laufen? Vielleicht ist der Vertrag wieder zu Ende und dann können wir den nächsten
der wird sofort unterzeichnet. Sofort, echt. Ah, wir machen Minus-Keys. Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Hm. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Moment, Produktion ist im Minus. Blablabla, wurde erfolgreich erfüllt, das ist gut. Meine Güte, unser Lager hat sowieso nur so eine verdammt nochmal geringe Kapazität. Das kriegen wir ja gar nicht hin. Nein, was ist denn da passiert, Leute? Oh, es kotzt mich an. So, aber wie es weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wenn ich wieder versuche, hier Kies, ins Kieslager zu bekommen und Schotter in die Hose. Also, bis dann. War das juckt doch. Tschüss.